Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Zertifikate aktuell. Telekom, das hieß bisher eigentlich immer Kundenschwund, Kursrutsch und Probleme im US-Geschäft. Ist das jetzt eventuell anders? Fragen wir Heiko Geiger von Vontobel. Schönen guten Tag, Herr Geiger. Hallo, Frau Ehrhardt. Herr Geiger, kein Unternehmen freut sich, wenn die Strategie nicht aufgeht. Die Deutsche Telekom vielleicht schon, denn eigentlich stand ja T-Mobile US zum Verkauf, hat aber sensationelle Zahlen vorgelegt und ist jetzt die Nummer 3 auf dem US-Markt. Also doch kein Verkauf? Ja, mittlerweile hat man Sprint überholt, an die man eigentlich die Sparte verkaufen wollte. Was sich hier natürlich auszahlt, sind ein Stück weit auch die Bemühungen, die man seitens der Vermarktung unternommen hat die letzten Jahre. Es war ein mühsamer Weg, das wissen wir alle, Sie haben es eingangs angesprochen. Was sich jetzt heuer auszahlt, ist, wir haben ein Kundenwachstum von 1,8 Millionen jetzt im ersten Quartal gesehen und natürlich auch eine deutliche Umsatzsteigerung im zweistelligen Prozentbereich. Und was natürlich jetzt glücklicherweise auch noch dazu kommt, das sind natürlich die Dollargewinne durch die Währungsentwicklung, was die Deutsche Telekom hier im ersten Quartal 2015 einfahren kann. Deutschland und Europa läuft ja nicht ganz so gut, wobei man da auch nochmal unterscheiden muss, Deutschland besser als der Rest von Europa. Woran liegt es? Die Kunden sind es ja nicht mehr, die wegbrechen. Sind es die Investitionen? Wo sind die Probleme im Europageschäft? Ja, auch letztendlich währungsbereinigt, muss man ja sagen, sind die Quartalszahlen gar nicht so schlecht gewesen. Auch hier haben wir gesehen, Umsatzwachstum von 13%, Ertragswachstum um 11%, unter Berücksichtigung der Dollargewinne, klar. Aber was man natürlich auch sieht, ist, dass in die Infrastruktur sehr großer Investitionsbedarf besteht. Da sind alleine bis 2018 6 Milliarden Euro an Investitionen in die Infrastruktur geplant, was natürlich auch zum Nutzen für die Telekom sein kann. Wenn Sie sich vorstellen, man hat eine Homogenisierung der Technologie, der Infrastruktur. Das drückt sich natürlich auch unmittelbar in niedrigere Wartungskosten, niedrige Infrastrukturkosten aus und ist natürlich auch ein Vermarktungsargument, sowohl in Deutschland wie auch im Ausland. Wenn ich natürlich mit meinem Heimatprovider dann eben auch ins Ausland reisen kann, dort die gleiche Schnelligkeit am Netz habe und letzten Endes das gewohnte technologische und auch Serviceumfeld antreffe, was ich von zu Hause gewohnt bin. Und dementsprechend ist natürlich die Telekom bemüht, ihren Kunden diese europäische Plattform anzubieten. Da sind eben Infrastrukturinvestitionen noch notwendig, aber was man eben von Unternehmensseite hört, die Prognosen für dieses Jahr wurden ja bereits jetzt mit den Quartalszahlen, die wir jüngst gehört haben, zum ersten Quartal bestätigt, eigentlich auf gutem Wege. Okay, schauen wir mal die Aktie an. Ist eigentlich nach langer, langer Durststrecke, das ist der Chart über 5 Jahre, inzwischen in letzter Zeit dieses Jahr, auch auf guten Wege. Schwimmt die einfach mit dem Gesamtmarkt mit? Und was sagen Analysten, geht da noch was? Es gibt mehrere Punkte, die sicherlich für diese Aufwärtsbewegung sprechen. Auf der einen Seite ist es natürlich der Gesamtmarkt, der im Moment alle Sektoren trägt. Und dazu gehört natürlich auch die europäische Telekom-Branche mit dazu. Hinzu kommt beispielsweise, dass die Telekom unter den europäischen Telekommunikationsanbietern allein vom Markenwert her die wertvollste Marke ist. Auch international gesehen nach BMW die zweitwertvollste Deutschlands. Und was natürlich auch ein Stück weit Börsenfantasie immer wieder anstichelt, sind natürlich auch Konsolidierungsbemühungen, das heißt der ganze M&A-Bereich. Das heißt, Übernahmefantasien spielen natürlich auch mit hier hinein. Denn Übernahmen bedeuten natürlich gleichzeitig auch mehr Marktmacht, mehr Preissetzungsmacht, höhere Margen. Und das sind natürlich auch. Steht jetzt aktuell nichts an? Steht in dem Bereich aktuell nichts an, aber ich hatte gesagt, das ist die Fantasie, die letzten Endes den Preis macht. Sondern was wir natürlich machen, ist, wir verkaufen aufgrund der guten News. Im Vorfeld kaufen wir natürlich. Und das sind natürlich Punkte, die eben sich hier auch in der Kursentwicklung widerspiegeln könnten. Fantasie braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man auf die Protect-Aktienanleihe schaut, die Sie für den Anleger mitgebracht haben, sondern erstmal das Wissen, wie so eine Protect-Aktienanleihe auf die Telekom eigentlich funktioniert. Was ist denn der Unterschied zu einer, ich sag mal, normalen Aktienanleihe?
Der Unterschied zur klassischen Aktienanleihe ist, dass Sie hier eine Barriere eingebaut haben und der Abstand vom Basispreis zur Barriere, das heißt, Sie bleiben bei 75%, das heißt, Sie haben einen Abstand von 25% zur Barriere, der gibt dem Anleger eben ein Stück weit Puffer, ein Stück weit Sicherheit, dass allfällige Kursrückgänge eben bis in diesen Bereich für den Anleger auszusitzen sind. Am Laufzeitende wird dann eben geschaut, ob diese Barriere berührt wurde. Wenn sie nicht berührt wurde, dann kann eben die Aktie bis zu maximal 25% korrigieren. Und am Laufzeitende gibt es immer noch das Nominal und die 6% Coupon. Wenn sie stärker korrigieren sollte und die Barriere berührt oder unterschritten wird, dann löst sich quasi dieser Protect-Mechanismus auf und dann verhält sich das Produkt wie eine klassische Aktienanleihe. Das heißt, dann muss die Telekom bis zum Laufzeitende wieder auf den Basispreis sich erholen, damit ich das Nominal und meine 6% Coupon bekomme. Und wenn nicht? Sollte das nicht der Fall sein, bekomme ich meine 6%, weil die bekomme ich ja ganz unabhängig von der Wertentwicklung. Das ist ja das Attraktive bei den Aktienanleihen. Aber sollte sie sich nicht zurück auf den Basispreis erholen, dann wird am Laufzeitende die Telekom-Aktie ins Depot hineingebucht. Das heißt, der Anleger wird dann automatisch vom Aktienanleiheninvestor zum Aktionär, kann die Aktie weiter im Portfolio liegen lassen und auf weiter steigende Kurse setzen oder die Aktien dann sofort verkaufen und den wirtschaftlichen Verlust, den müsste er dann natürlich realisieren. Eine letzte Frage, 6% Coupon, das ist recht überdurchschnittlich eigentlich, wenn man so den Gesamtmarkt betrachtet. Wie kann denn so ein Coupon, so ein hoher, zustande kommen? Das liegt daran, dass der Anleger natürlich hier ein Aktienmarktrisiko eingeht und dementsprechend hat er natürlich auch verglichen zum Zinsmarkt diese überdurchschnittliche Coupon. Was man natürlich aber auch sagen muss, ist, dass auf Sicht von einem Jahr die 6% natürlich daran gebunden sind, dass die Markterwartung eher auf seitwärts gerichtete, leicht steigende oder leicht fallende Märkte ausgerichtet ist. Wer jetzt besonders bullisch auf die Telekom ist, für den mögen die 6% vielleicht eher weniger erscheinen. Der ist natürlich in einem, sag ich mal, ja, mehr risikoorientierten Produkt sicherlich besser beraten als hier mit der Aktienanleihe. Derjenige, der es eher ein bisschen konservativer haben möchte und auch mal auf die eine oder andere Korrektur erwartet in den nächsten 12 Monaten, der könnte an so einem Produkt durchaus ja, Interesse finden. Okay, und die Zeichnung läuft noch bis zum 26. Mal. Genau. Okay, alles klar. Vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, noch ein bisschen Kursfantasie bei der Telekom, aber vielleicht auch gelegentliche Rücksätze. Eine Protect-Aktienanleihe könnte da die passende Lösung für Sie sein. Das Ganze für Sie auf daf.fm, wie immer zum Nachschauen. Danke, dass Sie mit dabei waren.